Hi und herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Mein Name ist Stefan und ich freue mich, dass ihr wieder mit am Start seid. Und ihr seht es schon im Hintergrund, heute bin ich mal wieder in Bayern, genauer gesagt in den Allgäuer Alpen. Und ich bin nicht allein in diesem Video, denn mit mir zusammen ist der Felix Röser hier. Herzlich willkommen, Felix. Moin. Freut mich, Hi. Dass du mit dabei bist. Und wir haben uns überlegt, oder eigentlich hast du dir überlegt, du hast mich nämlich angeschrieben, vor ein paar Monaten ist es schon her, dass wir gemeinsam einen Podcast starten wollen in Videoform. Und in diesem Podcast wollen wir andere Fotografen einladen und diese Fotografen begleiten bei ihrer Arbeit, mit ihnen quatschen, ganz entspannt und einfach mal schauen, wie man so behind-the-scenes-mäßig da mit dabei sein kann. Genau. Und uns ging es eben darum, dass wir einfach die Fotografen auch die Location aussuchen lassen, dass wir sie in ihrem natürlichen Umfeld quasi begleiten. Richtig. Ja, und unser erster Fotograf, den wir heute mit dabei haben, wer das genau ist, werdet ihr gleich sehen, aber der schickt uns mal direkt nach da oben. Viel Spaß! Dieser Podcast wird unterstützt von Nisi Filters. Erhalte jetzt bis zu 10% Rabatt auf deine nächste Bestellung im deutschen Online-Shop mit dem Rabattcode FOCUS-RABATT. Und jetzt ganz viel Spaß mit diesem Podcast. Ja, ich glaube, Aaron wird uns konditionsmäßig da ganz schön platt machen, ne? Der ist eine Bergziege. Ja, denke ich auch. Also wann warst du das letzte Mal wandern? Februar, Dolomiten. Ja, bei mir ist es noch länger her. Ich wollte eigentlich jetzt im März auf die Färöer fahren, aber das hat ja nicht geklappt. Da ist er. Hey. Moin. Hey, na, ist klar. Ja. Sicher. Gut. Wie läuft's? Ja. Habt ihr Bock? Auf jeden Fall. Wir haben gerade schon gesehen, wir müssen da nach oben. Also das wird, ich glaube, nicht kein Zuckerschlecken, oder? Das wird eine harte Nummer, ja. Für dich ein Spaziergang, oder? Ja, gemütlich zum Wandern. Nee, Spaß. Kriegen wir hin. Starten, läuft's, oder? Geht's. Ja. Ja, auf geht's. Alles klar. Hey, servus. Hey. Zack. Moin, moin. Und? Ja, läuft. Alles fit soweit, ja. Ein bisschen spannend heute Abend, ne? Anstrengend, wenig Schlaf. Lange Nacht, kurze Nacht. Ja, davon habe ich irgendwie, davor habe ich echt ein bisschen Bammel, muss ich sagen. Also ich bin echt untrainiert, was das angeht, weil ja, in Berlin gibt es halt nichts, wo man Höhenmeter macht. So, ne? Das stimmt, ja. Das ist halt die Flachland-Indianer, ne? Ja, irgendwie schon so. Ja, das ist halt echt, immer wenn ich herkomme, denke ich mir so, es ist so geil, es muss so geil hier sein zu wohnen. Also ich. Das ist quasi meine Terrasse, mein Garten, also meine Spielwiese. Aber ich zeige euch ein bisschen was. Siehst du dir auch den Rasen dann, oder? Das ist meine Kühe, meine Haustiere. Nee, wird gut. Wetter ist ja nicht so gut. Ja, wird schon. Ja, aber ich habe vorhin mal so ein bisschen aufs Wetterradar schon mal raufgeguckt. Zumindest das, was ich so nutze. Und da steht drin, dass es so ab 2 Uhr ungefähr aufklaren soll. Das wäre gut, weil dann könnten wir noch ein bisschen Milchstraße fotografieren. Oh, das wäre nice. Und Sonnenaufgang? Vielleicht einen epischen Sonnenaufgang. Sieht richtig gut aus eigentlich. Ja, cool, ich bin gespannt. Aber ich würde sagen, lass uns erstmal was essen gehen, weil ich habe tierischen Hunger. Ich habe schon lange nichts mehr gegessen. Obwohl du vorhin schon eine Haxe gegessen hast. Ne? Ja, aber das ist schon wieder ein paar Stunden her. Ja. Lass uns was essen gehen und dann können wir noch mal so ein bisschen bequatschen, einfach wo wir genau hingehen. Ich weiß was bisher nur da oben irgendwo, aber mehr halt nicht. Ja, und cool, dann planen wir das einfach mal Läuft. So ein bisschen durch. Ab zum Essen. Ab zum Essen. Und dann schlafen. Ja. Bisschen. Nice. Vielleicht. Aaron, du musst jetzt noch mal ganz kurz erklären, was wir heute machen. Weil was hast du vor? Ja, ich nehme euch heute mit zu einem Bergsee. Schön klein, nichts Besonderes. Also klein, aber. Nichts Besonderes klingt schon immer sehr gut, weil das spiegelt wahrscheinlich genau die Qualität also dieses Podcasts. Also da haben die Leute richtig Bock drauf. Wenn wir hochkommen, werdet ihr denken, es ist eine Pfütze. Aber die Perspektive macht alles, das sage ich schon mal. Es ist ein kleiner Bergsee. Da spiegelt sich eine brutale Bergkette da, also im Hintergrund. Starten nachts. Mhm. Wenn wir Glück haben und das Wetter zieht auf, werden wir die Milchstraße noch einfangen. Geil. Und die wird sich auch im See spiegeln, also theoretisch, und es funktioniert auch. Wie schaut es mit Mond aus? Mond geht um 3 unter aktuell, also wir haben circa eine Stunde Zeit, um das aufzunehmen, die Milchstraße, bis zur Dämmerung, aber das sollte reichen. Sollte ausreichen. Und wie lange laufen wir da hoch? Ja, wenn wir schnell sind, 2 Stunden, wenn wir nicht so schnell sind, 3 Stunden. Also wir haben Zeit und ich plane mal mit 3 Stunden. Das, das heißt, wenn der Mond um 3 untergeht, sollten wir eigentlich so um 12 Uhr loslaufen. Genau, 12 Uhr. Das heißt, es gibt wenig Schlaf heute Nacht. Okay. Ja, ich wollte gerade sagen, weil jetzt ist es irgendwie 8:30. Ja. Und wir essen jetzt Höhenmeter noch was. Haben wir? Wir haben 700 Höhenmeter, circa 5 Kilometer. Oh, jetzt gibt es erstmal was zu trinken. Ja. Na wunderbar. Nee, aber das Projekt hört sich insgesamt sehr spannend an. Also ich bin mega gespannt darauf, ob wir das schaffen, die Milchstraße zu fotografieren. Gerade eben. Ja, es war jetzt die ganze Zeit bewölkt, aber gerade eben hatten wir ja tatsächlich noch mal kurz die Sonne draußen. Und es sieht jetzt auch tatsächlich so ein bisschen dramatisch zumindest aus, wenn man da hin so guckt, da geht gerade die Sonne unter. Also ich glaube, ein bisschen Farbe kriegen wir ja doch es noch. Es wird spannend, aber das macht es auch interessant, weil das ist das Risiko. Man kann nicht immer Glück haben und nur ein leerer, wolkenloser Himmel ist auch langweilig. Klar, bei Milchstraße macht es irgendwo Sinn. Aber es könnte auch geil sein, wenn ein paar Wolken durchs Bild ziehen. Wenn wir müssen schauen. Wenn morgen früh das so bleibt und die Sonne so von unten reinscheint, dann knallt es richtig. Traum. Dann knallt es richtig. Ja, und wir müssen halt einfach schauen. Also es ist halt Glück. Also
Entweder das wird oder das wird nichts. Aber das ist halt auch das Risiko dabei. Ja. Wie gehst du an sowas ran? Wie planst du sowas? Also hast du eine spezielle App irgendwie fürs Wetter oder so? Also ich sag mal, hier daheim im Allgäu, da weiß ich, wo was ist. Da weiß ich, wo, wann was passieren wird. Ich kenne mich aus, das ist mein Garten. Aber im Prinzip, ich habe eine App, da kann ich dann quasi die Location eingeben und kann schauen, wann, wo, was, wie passiert. Ah, cool. Das ist also alles in einem quasi, du kannst gucken. Genau, ich kann quasi visuell in 3D kann ich schauen, wo sind die Berge, wo die Milchstraße auf, wo geht die Sonne auf, wo geht der Mond auf, alles Cheaten kann ich quasi schauen. Genau, das ist ziemlich hilfreich. Aber ansonsten, wenn ich jetzt in die Berge gehe, tagsüber einfach mal so, ja, und ich sehe jetzt hier, wow, hier ist ein markanter Berg, was könnte hier passieren? Milchstraße, Mond. Also ich schaue dann auch immer untertags auch schon und überlege schon, was kann hier wann passieren. Mhm. Also es ist im Prinzip so, wie man halt immer sagt, mit offenem Auge genau durch die Welt. Und immer schon einen Schritt weiter denken, zum Beispiel, jetzt bin ich tagsüber hier, Sonne steht ganz oben, zum Fotografieren ist es katastrophal. Aber ich überlege dann, was ist in der Früh, abends, ja, was kann passieren eben. Okay, ja. Und das ist ganz wichtig, einfach mit immer schon weiterzudenken. Also nicht nur jetzt, nicht das Hier und Jetzt, sondern was ist wenn. Logo, klar. Genau, nachts oder am Abend. So, ich checke mal das Wetter. Heute Nacht soll es, wird ein bisschen bewölkt. Ja, so wie jetzt, also es wird spannend. Also eigentlich vielversprechend, ne? Könnte episch werden. Also naja, für Milchstraße ist es halt nicht gut, ja, gut, aber so für einen coolen Sonnenaufgang zumindest. Und also ganz ehrlich, wenn der Mond um 3 Uhr nachts erst untergeht und wir dann erst die Chance haben, die Milchstraße zu fotografieren, Sonnenaufgang ist glaube ich um 5. Ja, kurz nach 5, halb 6. Dann müssten wir ja selbst wenn wir nur den Sonnenaufgang fotografieren, müssten wir ja um 4 Uhr da sein. Genau. Ja. Und ob wir dann die eine Stunde früher gehen oder nicht, ist mir dann im Endeffekt auch egal. Ja, das stimmt. Also ja, das wird halt eine krasse Sache. Wenn du das sogar schon sagst. Ja, es wird spannend, aber es gehört dazu. Das ist irgendwo Berufsrisiko. Ja. Eine Frage habe ich aber noch. Ja. Was nimmst du auf so eine Wanderung alles mit außerhalb des Fotografie-Equipments, wenn du jetzt in die Berge gehst? Warme Klamotten ist sehr wichtig. Mütze ist immer dabei, auch im Sommer. Handschuhe. Ja, du hast wenig Haare, ne? Auch das. Aber ein schönes Gesicht braucht Platz. Kein Spaß. Also Handschuhe, Mütze, warme Jacken. Klamotten, dass mir warm ist, genug zum Trinken, ein Riegel, falls ich dann mal doch schlapp werde oder halt in Unterzucker kommen sollte, dann was zum Essen habe. Ansonsten, wenn es regnen könnte, eine Regenjacke, aber eher selten, dann gehe ich gar nicht los. Aber ja, viel Kamerazeug, meistens 2-3 Bodies, darum kommen wir dann später noch drauf. Mhm. Und sonst auch, also, dass ich halt nicht erfrieren muss da oben. Aber wenn du alleine unterwegs bist, gibt es irgendwem, den du Bescheid sagst? Das wollte ich auch gerade fragen. Ja. Ja, es gibt schon ein paar Leute, denen ich das sage dann. Okay. Aber es kann auch passieren, dass ich einfach losziehe, mein Ding mache. Und klar, das Wetter kann sich immer ändern. Das ist in den Bergen unberechenbar. Aber ich habe auch immer einen Plan B. Das heißt, wenn ich jetzt da oben bin und es zieht ein Gewitter auf, dann gibt es immer irgendwo eine Möglichkeit, unterzustehen. Damit da oben, wo wir jetzt hochgehen, ist 10 Minuten entfernt eine Hütte, so eine Alphütte. Mhm. Also die ist privat nicht bewirtet. Und da könnte man dann ziemlich schnell hinlaufen und den Dach über den Kopf quasi. Und da muss man immer schauen, hier kenne ich mich aus, da weiß ich, wo was ist, dass halt irgendwas in der Nähe ist, wie vielleicht ein Biwak-Schachtel oder halt eine Hütte, was auch immer. Ja. Und wenn du jetzt irgendwo hinfährst, wo du dich gar nicht auskennst, sage ich mal, dann guckst du auch nach solchen Gegebenheiten. Ja, dann gucke ich schon auf Google Maps oder Google Earth, was ist, wo will ich hin, was ist in der Nähe. Und dann muss man auch das Wetter mehr beobachten. Also ja, auch vor Ort, dann, wenn ich jetzt sehe, da hinten zieht ein Gewitter auf, wo gar nicht vorhergesagt war, dann sollte ich mich wegbewegen und in Sicherheit begeben. Nee, cool. Dann würde ich sagen, essen wir jetzt erstmal eine Runde, weil die Burger kommen. Ja. Da hinten gerade sehe ich. Und sehr gut. Dann sehen wir uns gleich am Auto wieder, wenn wir gegessen haben. Burger bei euch. Jo. Einmal bitte geschehen. Dankeschön. Alter, ja. Na wunderbar. Das sieht doch schon mal sehr gut aus. Geil. So, dann würde ich sagen, wir machen mal einen kurzen Schnitt an der Stelle und sehen uns dann gleich wieder. Genau.
Wir sind jetzt fertig mit dem Fotografieren. Sonnenaufgang haben wir gemacht und davor auch die Milchstraße. Wir waren so ungefähr 3:15 waren wir hier oben. Irgend sowas, ja. Wir sind ja um 12:30 losgelaufen. Das heißt, wir waren doch länger unterwegs als gedacht. Ja. Also ursprünglich haben wir mal 2 Stunden angepeilt und irgendwie waren es dann doch fast 3. Ja, Aaron hat halt so lange gebraucht. Ja, das stimmt, das stimmt. Nee, das aber so grundsätzlich, also der Aufstieg, der war schon echt hart. Ich muss schon sagen, also du hast es ja ein bisschen schöner geredet, als es im Endeffekt war. Aber du warst ein guter Motivator, das muss man schon dazu sagen. Ja, genau. Es kam eigentlich alle 10 Minuten, ja, nur noch 10 Minuten. Dann habt ihr es geschafft, wirklich. Ja, eigentlich bin ich Live-Coach, nein, Spaß. Ja, das ist halt für mich nicht mehr so anstrengend. Oder halt, ich denke dann so, ich kenne den Weg und weiß, wie es abläuft und dann... Ja, aber ganz ehrlich, du läufst ja wahrscheinlich alleine auch doppelt so schnell wie jetzt mit uns. Ja, doppelt nicht, aber ohne Pausen. Ohne Pausen, ohne Pausen und schon halt auch schneller. Ein bisschen schneller, aber ich renne jetzt auch nicht so schnell hoch. So ab der Mitte dachte ich echt noch, ja, alles easy. Und dann wurde es nochmal richtig hässlich mit den Stufen und so. Ja, aber wir haben es gut geschafft. Also aber ich muss sagen, und vor allem, es hat sich ja gelohnt. Also die Location, wenn man sich die jetzt mal so anschaut, ist schon sehr, sehr geil. Ziemlich Deluxe, ja. Und man ist auch fast alleine hier. Also fast. Das muss man, fast, ja. Nee, aber war auf jeden Fall ein sehr schönes Erlebnis. Wie oft machst du das? Also zurzeit ziemlich oft eigentlich. Gefühlt kann man sagen, jeden zweiten Tag, dritten Tag. Je nachdem, wenn das Wetter passt und ich Zeit habe, dann gehe ich raus. Und macht das, was ich halt machen will. Also im Schnitt kann man schon sagen, jeden zweiten Tag. Es gibt ja so Phasen, wie wenn jetzt Neumond ist, quasi, also kein Mond da, dann mache ich es fast jeden Tag, wenn das Wetter passt. Wenn jetzt Vollmond ist und es ist halt eher nicht so, dann sage ich, nee, mache ich nichts. Wobei ja Vollmondaufnahmen auch ihren Reiz haben. Ja, aber das ist dann meistens nur am Vollmond selber. Okay. Und der Rest ergibt sich halt dann spontan. Aber du warst jetzt tatsächlich irgendwie die letzten 4 Tage straight unterwegs, glaube ich. Ich war in Garmisch unterwegs und dann... Das ist krass. Also war da auch nur unterwegs, dann bin ich quasi hergekommen. Und ja, du musstest mal noch ein bisschen ausführlicher erzählen. Du warst gestern Morgen, warst du am Geroldsee. Genau, es war vorgestern. Vorgestern Morgen warst du am Geroldsee. Genau, das war Donnerstag früh, war ich am Geroldsee. Danach habe ich ein bisschen Schlaf nachgeholt. Irgendwann schlafen muss ich auch. Im Auto? Im Auto, im Bus, genau. Und dann habe ich auch noch ein bisschen gechillt. Mal noch so ein bisschen Location scouten, sag ich jetzt mal. Ja. Ein bisschen einfach mal gemütlich den Tag genießen. Und zwischendrin mal noch knackig eine Hochzeit fotografiert, ne? Nein, das war gestern. Das war gestern. Dann war am Freitag in der Früh, war ich am Alpsee zum Sonnenaufgang. So der Klassiker, wenn man da schon ist. Ja. Danach heimgefahren, 2 Stunden. Kurz Zeug umgepackt, wieder alles hergerichtet, eben für die Hochzeit, für die standesamtliche. Dann hatte ich um 14 Uhr den Termin mit der Hochzeit. Danach wieder kurz heim, wieder Zeug umladen, umräumen. Und dann bin ich zu euch gekommen. Und jetzt sind wir hier oben. Also die letzten Tage war nicht so viel Schlaf drin. Ja, du hast 1 Stunde tatsächlich hier oben noch geschlafen. Also wir haben die Milchstraße fotografiert und hatten wir so 1 Stunde Zeit. Es war wirklich extremst kalt, muss man sagen. Also wirklich kalt. Und Aaron hat sich mal schön abgelegt einfach. Aaron hat sich auf so einen Stein hier gelegt, wo wir gerade drauf sitzen, hat sich so einen Schlafsack mitgenommen und hat sich einfach in diesem Schlafsack auf diesen Stein gelegt und hat dann geschlafen. Also er war auch nicht mehr ansprechbar. Nee. So, also das, ja, ich war echt weg. Also, ja, als ich wieder wach wurde, war es schon hell. Also, und es geht ja jetzt auch für dich noch weiter. Du hast ja gerade eben noch erzählt, dass du... Ja, na, das ist nochmal ein kleines Shooting-Porträt. Also, ja, aber du machst irgendwie eine Sportlerin, hast du gesagt. Genau, ja. Und die wollte ich schon länger fotografieren. Die hat jetzt Zeit heute eben. Ich habe auch Zeit, das heißt, ich muss es nutzen. Bin ich in Oberstdorf, dann... Ja, überhaupt interessant. Also ich meine, du bist ja quasi dann nicht nur Landschaftsfotograf, sondern du machst Hochzeiten. Ja, ich fotografiere tatsächlich sehr gerne Menschen. Also es macht viel Spaß. Hochzeiten auch, das ist halt eine Art Dokumentation. Das halt aufzunehmen und das zu begleiten und die Emotionen einzufangen. Mhm. Porträts macht auch wahnsinnig viel Spaß, ist aber eine andere Welt. Also da tue ich mir auch noch schwer. Da muss ich mehr machen. Und Landschaft ist halt so mein Steckenpferd, also halt, was ich am liebsten mache und halt... Am besten kann, will ich sagen, aber halt läuft am besten so und Porträt ist auch einfach aus Spaß. Hochzeit macht auch Spaß und bringt auch Geld. Ja, klar. Also mit Hochzeit kann man tatsächlich am meisten verdienen. Das ist ja, aber Landschaft ist dann für dich wahrscheinlich auch am meisten mit Entspannung irgendwie verbunden. Ja, genau. Wenn ich jetzt ein Model fotografiere, nur ein Beispiel, das Model muss man immer irgendwie, es muss funktionieren. Die Landschaft kann ich nicht verändern. Ja. Das heißt, das Wetter, ich kann mich aufregen, wenn das Wetter nicht so gut wird, aber es bringt eh nichts. Und mein Model, mit dem kann man halt reden und das wird dann schon immer irgendwie. Aber bei der Landschaft ist halt, du gehst hoch, meistens alleine und genießt es einfach, machst deine Aufnahmen, gehst wieder runter und bist einfach total entspannt.
Und ja, halt, ja. Das ist auch, deswegen bin ich eigentlich auch zur Landschaftsfotografie gekommen. Ich habe am Anfang, als ich so mit Fotografie angefangen habe, ich auch viel so Leute fotografiert und auch so viel so Composing dann. Mhm. Also ich glaube, das erste Tutorial zum Thema Fotografie Photoshop so war von Calvin Hollywood tatsächlich. Und da hat er irgendwie so gezeigt, dass der jemanden im Studio vor grauem Hintergrund fotografiert hat, dann in einen anderen Hintergrund eingesetzt hat. Okay. Und das dann Ganze dann noch so farblich angepasst hat. Und das war so für mich eigentlich, da habe ich so gedacht, geil, sowas kann man mit Photoshop machen. Weil ich habe vorher mit Photoshop eigentlich immer so mehr so Grafikdesign gemacht und Webseiten und so weiter. Was ja gut, kann man auch machen, muss man aber nicht mehr machen. Ja. Und das war eigentlich so der Knackpunkt für mich, warum ich eigentlich mit der Fotografie angefangen habe. Und ich habe am Anfang tatsächlich so die ersten anderthalb Jahre fast nur Menschen fotografiert und dann halt immer irgendwie in andere Hintergründe eingesetzt und so. Und wenn ich mir die Fotos heute angucke, ist natürlich komplett grausam, oder? Ja, aber ich habe tatsächlich auch genauso angefangen, weil es irgendwie, Photoshop bietet einem am Anfang irgendwie so diese krass kreativen Möglichkeiten, wo man halt nicht in der Lage ist, das nur mit Fotografie umzusetzen. Und das ist ja auch fast bei jedem so, dass man am Anfang in der Bildbearbeitung erstmal die absoluten Grenzen austesten möchte. Ja. Man kennt es ja so, diesen HDR. Krassen HDR-Look. Genau. Also wer hat den nicht am Anfang gemacht? Also wenn ich in meine Bilder gucke, denke ich mir auch heutzutage so, Alter Schwede. Ich habe es aber nie geschafft, so ein richtiges HDR-Bild zu machen. Irgendwie war es immer nicht so schön. Ich habe es dann irgendwann sein gelassen und dann... Ja, ich fand das damals halt schön. Ist ja nie schön eigentlich. Ja, nee, natürlich ist es nicht schön, aber damals fand ich das absolut klasse. Ja, klar. Das sieht natürlich geil aus erstmal. Die so HDR-Software quasi das spezialisiert waren und hat auch nicht funktioniert. Und irgendwann habe ich es sein lassen. Und ja, damals waren die Bilder halt noch so quietschbunt und irgendwann fängt man halt an, sich so ein bisschen... Und sobald sich was bewegt, hat man die Ghosting-Effekte drin. Ja, genau. Das haben wir so einen Hype eine Zeit lang, diese HDR-Bilder, aber mittlerweile nicht mehr so. Ja, weil die auch viele Preise gewonnen haben. Also bei vielen hochrangigen Wettbewerben waren halt irgendwie so HDR-Aufnahmen dabei, die da erste, zweite, dritte Plätze gemacht haben. Ja, weil es bei den Leuten, die auch gerade die Leute, die halt nicht fotografieren, kommt das halt auch irgendwie an, weil es halt was ist, was man nicht überall sieht. Und du denkst, oh krass, das so stimmt, kann man so einen Ort darstellen, das ist ja total krass. Und damals halt auch noch neu war, ne? Ja. Also das ist unbekannt quasi und halt, interessant. Aber davon bin ich zum Beispiel komplett weg. Also ich habe dann irgendwann angefangen, so mich damit zu beschäftigen, dass die Bilder halt realistisch aussehen sollen. Ich habe irgendwann angefangen, mit Filtern zu fotografieren. Und habe so irgendwie versucht, meinen Look dann hinzubekommen in der Landschaft. Also ich meine, HDR machen wir ja eigentlich irgendwie fast alle noch, ne? Aber halt lassen wir das Tone-Mapping weg. Also dieses, nicht dieses klassische HDR, sondern es ist halt so ein manuelles Blending, dann vielleicht mal mit Luminanzmasken oder so. Ne? Ja. Ich definiere HDR so wirklich als, du schmeißt drei Bilder irgendwie oder fünf Bilder in eine Software und die macht automatisch so ein Tone-Mapping drüber und Geil. Ja, voll geil. Aber, davon ist man halt komplett weg, was ja auch gut ist. So. Ja. Nee, es ist ja auch irgendwie so ein Entwicklungsprozess. Ne? Also ich finde es ja cool, dass man jetzt irgendwie so 6 Jahre oder 10 Jahre zurückschaut und sieht, oh Gott, so sah das mal aus und jetzt bin ich natürlich irgendwie da, wo ich jetzt bin. Ja, auf jeden Fall. Also wenn man so seine eigene Entwicklung sieht, ist ja auch umso besser. Ne? Gut, ja. Wenn man jetzt stehen bleiben würde, wäre es ja eigentlich kein Fortschritt. Und wann hast du eigentlich angefangen? Als Jugendlicher schon mit einer Digicam daheim Blumen fotografiert, also wirklich so klassisch irgendwas fotografiert. Und irgendwann hatte ich Kontakte zu einer Fotoverkaufsfirma, der hat mir günstig eine Sony Alpha 200 verkauft. Habe ich die gekauft, die war ganz gut. Bin ein bisschen raus in die Natur, jetzt aber nicht auf die Berge, sondern halt vor die Haustür quasi, ein bisschen so getan, als würde ich es können, habe halt einfach Spaß dran gehabt. Und dann irgendwann kam dann die Nikon, die habe ich durchgewechselt und dann irgendwann hat sich immer mehr ergeben. Und dann irgendwann bin ich wieder zu Sony zurück tatsächlich. Ach nee, das war davor noch, war was anderes. Ich habe dann 2011 in meiner Ausbildung, ich wollte immer eine Drohne und eine Kamera verbinden. Das war damals Modellbau und Kamera, also Fotografie quasi kombinieren und dann quasi Luftbilder zu machen. Das war damals noch neu, 2011 war das nicht populär. Dann habe ich geguckt und gebastelt und getan, hat nicht funktioniert. Habe dann eine Firma gefunden aus München tatsächlich, die das professionell gemacht hat, also eine Fotodrohne verkauft hat, also ein super Flugsystem. Habe dann 20.000 Euro investiert. Wie viel? 20.000. Alter. Und damals waren Drohnen eben, also DJI gab es damals noch nicht. Das war noch, gab es halt noch nicht. Habe ich investiert und ich war überzeugt davon, dass es eine Marktlücke ist im Allgäu. Also quasi, dass ich Kunden wie Hotels, Tourismus, was auch immer, aus der Luft bedienen kann. Habe das gesetzt und riskiert. Bin dann auch zur Bank, weil als Azubi oder halt frisch ausgelernt hat man ja kaum Geld. Habe das dann investiert und gemacht. 2013 war der Durchbruch dann quasi. Ich konnte den Drohnenbilder so viel Geld verdienen.
quasi, wieder drin. Genau, und 2011 war halt eben auch die Anmeldung vom Gewerbe dann. Und dann wurde es halt immer mehr. Dann war ich erst der Drohnenfotograf im Allgäu und wollte halt auch mehr normale Sachen machen. Also durfte man damals im Allgäu einfach noch mit einer Drohne fliegen? Da gab es wahrscheinlich noch keine Gesetze dafür, ne? Weil das eben noch so neu war und so unentdeckt. Mhm. Und da bist du einfach durchs ganze, also hast du da nur so Hotels fotografiert oder hast du jetzt Landschaft, auch... aber jetzt nicht in den Bergen, sondern eher unten im Tal. Da war ich nicht so der Bergmensch, sag ich mal. Und war halt viel unter, also die normalen Spots, was halt so in den Tälern sind. Und habe dann auch Hotels halt fotografieren dürfen viel. Mhm. Und auch für einen anderen großen Kunden war ich in Bayern viel unterwegs. Habe das dann gemacht und dann irgendwann da habe ich gewusst, die Drohnenfotografie ist nicht mehr so interessant. Ich habe nämlich gemerkt, irgendwas passiert auf dem Markt. Mhm. Und habe gewusst, wenn ich mich jetzt nicht mit der normalen Kamera quasi mich etablieren kann, dann verliere ich. Habe es dann geschafft, mich ein bisschen so der normalen Kamera quasi auf dem Markt interessant zu machen, mit Hotel, also Innenfotografie quasi, also Innenarchitektur, Zimmer und Ferienwohnungen und so. War dann ganz nett. Und 2013, nach meiner ersten Islandreise, habe ich so die Landschaftsfotografie so richtig entdeckt. Okay. Ich war davor schon hier ein bisschen unterwegs halt, aber halt auch nur so quasi einfach nur aus Spaß irgendwo im Wald und habe irgendwas fotografiert, einen Baum nach oben oder halt irgendwas Sinnloses. Und nach Island dachte ich mir so, boah, ich muss ja gar nicht nach Island fahren, ich habe hier auch eine super Kulisse. Und dann begann eigentlich alles mit dieser Bergfotografie oder halt mit der jetzigen klassischen Landschaftsfotografie. Ja, und irgendwie auch Film, oder? Ja, Film ein bisschen, aber eher so die Zeitraffer-Filmfotografie. Also das heißt, wenn ich jetzt irgendwo bin, ich finde, Moment festzuhalten in einem Foto ist nett. Ja. In einem Video kommt es nicht so rüber, weil das Video halt eigentlich zu langsam ist von der Abspieldauer. Und ein Zeitraffer-Video zeigt den Moment eigentlich am besten. Also nicht nur den einen Moment, sondern den Moment von einer Stunde in 10 Sekunden zum Beispiel. Mhm. Also ich kann das quasi, diesen Moment viel krasser noch darstellen. Und das mache ich jetzt auch seit, keine Ahnung, 2016 oder so, habe ich mir dann mal reingelesen und reingefuchst. Und jetzt, wenn ich unterwegs bin, dann, und es lohnt sich, dann mache ich einen Zeitraffer und habe dann auch schon ein paar Filme davon zusammengeschnitten und ja. Ja, du hast ja auch einen YouTube-Kanal, ne? Ja. Aber der ist halt nicht so super aktiv, glaube ich. Nee, das ist ziemlich, ich will immer mehr machen, aber Film schneiden und Filmen ist halt immer noch mehr Aufwand. Naja, dauert ewig. Und Filme schneiden muss man auch wieder, das Zeitraffer-Fotografie ist halt ziemlich aufwendig, das heißt, die Filme zu rendern, zu bearbeiten, ist halt wahnsinnig zeitintensiv. Klar. Dann Film zu schneiden natürlich auch, das wisst ihr wahrscheinlich auch. Dauert halt und man kann halt nicht immer alles auf einmal machen, deswegen manchmal muss man halt dann Sachen zurückschieben. Aber gut, den Sommer hast du ja Zeit dann. Nee, den Sommer habe ich Zeit tatsächlich, das ist ganz gut. Ich hoffe, das Wetter wird gut, aber wenn das Wetter gut ist, habe ich auch noch draußen. Deswegen, ich merke jetzt schon wieder, ich habe in den letzten paar Wochen so viel produziert. Und also die Liste, also die Daten sind eigentlich schon mehr als die von letztem Jahr gesamt. Das heißt, ich habe ja schon dieses Jahr viel produziert, aber konnte noch fast nichts bearbeiten, weil ich halt nur unterwegs bin. Ja. Oder war, oder ja, immer noch bin. Und jetzt mal schauen, wenn wieder eine schlechte Wetterperiode kommt, dann... Hast du was zu tun. Dann hast du was zu tun. Aber mich würde jetzt mal interessieren, du hast ja vorher noch einen anderen Job gehabt, der ist jetzt nicht mehr. Genau. Jetzt konzentrierst du dich quasi im Sommer mehr auf die Fotografie. Genau. Warum jetzt nicht den Schritt gehen und sagen, okay, ich mache mich damit... halt komplett selbstständig. Ja, also der Traum ist schon irgendwo da, sag ich mal. Also man, jetzt gerade in den letzten Wochen, wo das alles so war mit der Arbeit, habe ich halt viel gemerkt, der eigene Chef zu sein ist schon schön. Also weil das machen, was man will und auch damit Geld zu verdienen, aber es ist mir noch zu riskant oder halt zu unsicher einfach. Ja, man hat ja auch irgendwo seine finanziellen Verpflichtungen. Genau, Verpflichtungen, danke. Ja. Und das muss halt alles passen und ich bin halt kein Mensch, der jetzt voll auf Risiko geht. Mhm. Ich könnte mir vorstellen, es würde funktionieren, aber ich denke mir so lieber ein bisschen mehr Sicherheit. Mhm. Und dann, wenn sich das noch mehr ausbaut, dann kann man irgendwann sagen, okay, jetzt gehe ich einen Schritt, das läuft super gut. Und es ist ja eh die totale Luxussituation eigentlich, das nicht Vollzeit machen zu müssen, sondern quasi nebenher sein Business. Andererseits, ich habe neulich mit David Köster auch drüber gesprochen. Der hat gesagt, das ist zwar cool so, aber er hat ein Balanceproblem. Wie geht's dir damit? Also schaffst du es alles irgendwie unter einen Hut zu kriegen? Es ist schon stressig, also einen Vollzeitberuf als Angestellter zu machen und noch die Fotografie, weil es gibt ja auch Kunden, die wollen auch bedient werden dann und dann noch bearbeiten. Das heißt, die Tage sind lang. Man kann sich so vorstellen, zum Beispiel in der Frühschicht arbeite ich bis 14, 15 Uhr, danach gehe ich raus, mach eine Bergtour, mach halt die Aufnahmen, was ich machen soll. Dann komme ich abends um 10 Uhr wieder heim
dann muss ich wieder früh ins Bett oder zeitig schlafen gehen, weil ich muss ja wieder am nächsten Tag zur Früh stehen. Also es ist dann schon ein krasser Tag. Oder wenn jetzt zum Beispiel hast du eine Hochzeit fotografiert und du musst die Bilder bearbeiten, dann bin ich aber noch raus. Also es ist alles so, man muss schon gucken, also es ist schon krass. Oder war krass, jetzt dies ja eben nicht. Und aber ja, man kriegt es schon unter einen Hut. Siehst du deine Freundin oft? Oder sieht sie dich oft? Ja. Das sollte man vielleicht eher fragen. Schon. Aber das ist halt schon zeitlich spannend. Straff, ne? Straff, ja. Also ich weiß das auch bei mir. Ich habe ja tatsächlich auch vor einem Jahr erst wirklich den Schritt in die komplette Selbstständigkeit gewagt. Ach so, echt? Erst ein Jahr? Ja, tatsächlich. Weil ich habe ja vorher immer noch bei Hertha BSC gearbeitet. Ah, okay. Und das war zwar eine Halbtagsstelle, aber trotzdem hat sie sehr viel Zeit gefressen einfach. Ne? Weil du bist halt, musstest halt hinfahren, hast du halt gearbeitet. Und ich habe jetzt gemerkt, also ich habe auch lange überlegt, ob ich es machen soll oder nicht. Ich habe aber gemerkt, seitdem ich wirklich komplett selbstständig bin, habe ich viel krasser noch diesen Fokus einfach, kann mich viel mehr noch in Projekte reinarbeiten. Und bisher ist es zum Glück auch so gewesen, dass ich dadurch, also auch finanziell gesehen, einfach einen krassen Vorteil nochmal bekommen habe. Mhm. Also es ist deutlich, deutlich besser geworden nochmal. Ja, weil du halt viel mehr Energie rein investieren kannst. Du kannst viel mehr Energie rein investieren, genau. Du hast halt wirklich im Prinzip 7 Tage die Woche, wo du dich damit beschäftigen kannst. Gut, vielleicht will man auch mal eine Pause zwischendurch haben, aber grundsätzlich hast du halt, du kannst halt wirklich selber sagen, was willst du wann machen. Mhm. Und hast halt keine anderen Verpflichtungen jetzt beruflich gesehen zumindest. Mhm. Und das ist schon echt cool. Aber ich stimme dir komplett zu, das ist natürlich auch eine Sache, also man muss halt auch ein bisschen risikofreudig sein. Mhm. Und ich meine, wir haben es gerade jetzt gesehen, was passiert. Äußerer Einfluss, kein Mensch hat darauf wirklich einen Einfluss gehabt so. Mhm. Aber die Selbstständigen, Solo-Selbstständigen, und da rede ich jetzt nicht nur von Fotografen oder von Künstlern, sondern generell und auch und ganz viele andere Betriebe auch, größere Betriebe, das kann ganz schnell einbrechen. Mhm. Und ich habe auch von ganz vielen Kollegen gehört, die echt Probleme bekommen haben, beziehungsweise jetzt auch gesagt haben, geht nicht mehr. Bringt nichts mehr. Ne? Ja. Bringt nichts mehr. Und das ist halt schon echt krass. Ist auf der einen Seite natürlich, klingt jetzt ein bisschen gemein, auf der einen Seite natürlich für die Leute, die es geschafft haben, jetzt eine etwas größere Chance, dass man ein bisschen größeren Kuchen vom Markt bekommt. Ja. Ja. Auf der anderen Seite ist es natürlich extrem traurig für die Leute, die jetzt irgendwie die Insolvenz anmelden müssen oder so. Ne? Also das ist schon echt hart. Aber tja. Ja, ich, keine Ahnung, ich bin da immer so ein bisschen zwiegespalten. Ich denke mir auch oft, ich meine jetzt Musiker oder so, die haben halt einfach Auftrittsverbot. Aber ich denke mir, wenn du es als Selbstständiger nicht schaffst, dir ein Polster irgendwie anzulegen, dass du 2 Monate mal ohne Aufträge... Dann machst du was falsch. Also du hast gerade neu angefangen und... Genau. Dann hast du natürlich Pech, aber... sonst musst du ja immer damit rechnen, eigentlich, dass es mal nicht läuft. Ich würd sogar noch einen Schritt weiter gehen und sagen, wenn du es nicht schaffst, dich als Selbstständiger ständig neu zu erfinden, dann ist es auch nichts für dich. Ne. Und du musst einfach in so einer Krise neue Wege finden, Geld zu verdienen. Absolut, und ich bin der festen Überzeugung, dass es in so gut wie, also nicht in allen, aber in so gut wie jedem Tätigkeitsfeld auch andere Wege gibt oder vielleicht neue Wege erkundet werden können, wie man Geld verdient. Oder mit so einer Situation halt auch umzugehen. Ne? Ja. Genau. Ja. Also ich sag mal so, Online-Geschäft hat ja viele Leute gerettet, mich einschließlich, muss ich auch ganz klar sagen. Ne? Also alles, was Offline-Aufträge angeht, war bei mir komplett weggebrochen. Und ich habe jetzt quasi von meinen Einnahmen gelebt, die ich online generiere. Mhm. Sei es nun halt, gut, YouTube-Werbeeinnahmen sind wirklich sehr gering, davon kann man nicht leben. Aber wenn man dann halt den Online-Store noch mit dazu nimmt und dann hatte ich halt so noch ein paar Aufträge, wo ich Videos produziert habe für andere Plattformen, so Lernvideos und so. Und dann, das hat mir tatsächlich das Ganze dann gerettet irgendwie. Ne? Aber man muss halt verschiedene Standbeine irgendwie haben. Also man kann sich nicht nur auf eine, man kann nicht sagen, man fotografiert nur Hochzeiten, man macht nur Offline-Geschäft oder wie auch immer. Das ist halt schwierig. Also man hat halt ein gutes Polster und kann sagen, man braucht jetzt 3 Jahre lang nicht arbeiten. Ja, genau. Dann ist es okay. Muss man sich halt auch alles erstmal aufbauen. Ne? Natürlich, ja. Ja. Ja, krass, sehr spannend. Ja, am Samstag eben war ich am Eibsee noch in der Früh und der Eibsee, der ist eh überlaufen wie Sau. Ja. Und da war halt sau viel los. Klar, ist halt ein schöner Spot, schöne Location. Ich gehe da auch immer wieder gern hin. Ich bin da auch jedes Jahr 1-2 Mal, weil es einfach schön ist. Aber es ist, ich will halt eben, wenn ich jetzt hier in den Bergen unterwegs bin, gerade in meiner Heimat oder irgendwo, ist ja egal wo, will ich die, dann, ich lade das Foto hoch von der Location X, dann tagge ich diesen Ort nicht. Ich will es nicht verraten,
außer er ist eh schon bekannt, wie jetzt Alpsee, den kann man nicht verheimlichen. Wobei auch mir da viele Leute geschrieben haben, auf meine Story geantwortet haben, wo ist das? Und dachte ich so, wirklich? Echt? Und wenn mich jemand fragt, also zum Beispiel jetzt hier, wir haben jetzt auch nicht gesagt, wo wir sind. Jemand, wo es wissen will oder rausfinden will, der wird es rausfinden, muss sich halt ein bisschen bemühen. Aber ich sag das halt nicht, weil ich denke mir halt so, weil ich will es nicht so leicht verraten, weil wenn die jetzt, das ist schön und die sehen dann, boah, voll schön, da möchte ich unbedingt hin. Dann pilgern alle nur noch dahin. Ja. Das Problem ist halt, ja, dass dadurch schnell diese Spots überlaufen und dann halt auch nicht mehr wirklich genutzt werden können, beziehungsweise halt auch nicht mehr wirklich fotografiert werden können. Also bestes Beispiel ist ja der Schrecksee, so, ne? Ja, das ist ja ein Hotspot und allein letztens, anscheinend habe ich gehört, war da wieder oben sau viel los. Ja. Und ich denke mir halt so, ich meine, das ist ein schöner See und ich war leider noch nie dort, so, ne? Ich würde den unglaublich gerne fotografieren, aber wenn ich halt so höre, dass da irgendwie gefühlt 500 Leute da immer da sind und die Polizei unterwegs ist. Dann fangen die da an, ihre Gummiboote da hochzutragen, um da in den See zu paddeln. So, das, wie hoch liegt der? Du musst irgendwie... Du musst 1000 Meter hoch. 1800 du musst ungefähr, 1000 ja. Höhenmeter machen und dann nehmen die da so ein scheiß Gummiboot mit. Also ja, vor allem dann denke ich mir, teilweise laufen Leute hoch, wenn die mir, also wenn ich hochlaufe, die kommen mir entgegen, weil ich laufe meistens antizyklisch, also in der Früh oder am Abend, kommen die mir entgegen mit Schüchen und halt nicht passend für den Berg ausgerüstet. Also einfach, wo man sich denkt, das geht nicht gut, wenn das ist nicht verantwortlich, also das geht nicht. Die Bergwacht, die hat eh schon genug zum Tun und dann muss man wegen falscher Ausrüstung auch noch mehr ausrücken. Das ist einfach nur schlecht. Deswegen, jeder, der an die Berge geht, bitte mit gescheiten Schuhen und guter Ausrüstung. Aber ich denke mir so, ich habe halt Schiss, dass so Sports wie jetzt hier einfach die Menschen überhand nehmen und halt dann die Natur einfach vergewaltigt wird quasi. Dass der Müll, also viele lassen ihren Müll einfach liegen und es geht einfach gar nicht. Ich meine, wenn jetzt die Leute herkommen und es rausfinden, sollen sie es machen, ist okay. Aber dann sollen sie auch den Ort so verlassen, wie sie ihn vorgefunden haben. Ja. Deswegen, ich bin da... Es ist auch ein bisschen so, manchmal, wenn mich jemand fragt, wo ist es, sag ich nicht. Ja. Dann hasst er mich und entfolgt mir vielleicht auch. Aber das ist mir so egal, weil solche Follower brauche ich nicht. Ich meine, wenn ich es nicht sagen will, dann will ich es nicht sagen und denke mir so, find's raus und dann passt. Okay, ich muss auch vieles selber rausfinden und bemühe mich dann auch, das ist mein Ehrgeiz. Habe erst letztens eine Location rausgefunden, die ist nicht so bekannt, aber habe noch nicht so viele Bilder davon gesehen. Habe mich mal ein paar Stunden an Google Earth hingehockt, habe es gefunden, war dort, wunderschön. Wird es aber auch jetzt so schnell nicht, also taggen ich mein, oder so. Das ist halt auch der Punkt, ne? Ich meine, es ist halt einfach kein Aufwand, das rauszufinden. Genau. Das heißt, viele sind einfach nur so faul und wollen alles irgendwie vorgekaut haben. Ja. Aber eigentlich, wenn du dich mal eine Stunde diszipliniert hinsetzt, findest du eigentlich jede Location. Ja, klar. Du musst dich halt nur ein bisschen bemühen, das Köpfchen einschalten und dann geht das schon. Und ich denke mir auch so, wie viel Arbeit ich reinstecke und jetzt gehe ich tagsüber auf den Berg, schaue mir was an, also gehe wandern und gucke halt dann, wie es, denke halt wieder weiter eben, genau wie es sein könnte zum Sonnenaufgang. Und macht das dann quasi nochmal zum Sonnenaufgang eben und investiert quasi viel Zeit. Und jetzt kommt jemand her und will das wissen. Und dem schenke ich ja schon voll viel Vorsprung. Also ich habe dann viel mitgearbeitet und denke mir so, nee, das muss ich selber rausfinden. Das, ja, und das, da kommen wir nämlich auch genau zu dem nächsten Punkt. Die Menschen wissen gar nicht, wie viel Aufwand eigentlich hinter so einem Bild steckt. Das finde ich auch immer so krass. Also da geht es jetzt auch gar nicht so um Privatpersonen unbedingt, die auch, aber es fängt schon bei Verlagen oder so an. Ja, gerade bei den großen Firmen, die eigentlich Geld haben. Genau, die dann wirklich so da kriegst du dann so Anfragen, ob ich so ein Landschaftsbild für 5 Euro verkaufe. Ja. Wo ich mir so denke, also du hast es ja vorhin auch schon mal erzählt, ne? Das ist, man investiert da teilweise bis zu 12 Stunden. Ich meine, wir sind jetzt hier insgesamt fast 12 Stunden unterwegs, sind hier rauf, haben hier fotografiert, gehen auch wieder runter. Ja, und dann kommt natürlich noch die Bildbearbeitung dazu. Genau. Ich habe auch noch nicht erwähnt, dass wir im Vorfeld natürlich auch geplant haben, hierher zu kommen. Technik, ja, man muss sein Equipment bezahlen und dann wird irgendwie erwartet, dass man diese Bilder, die man hier macht, in wirklich krasser Arbeit für 5 Euro so. Also das ist so ein Wert, den ich jetzt einfach aber mal so rausgeworfen habe. Ich finde, das geht schon auch ein bisschen mit dieser Allgegenwärtigkeit von Instagram auch zum Beispiel einher. Ja, natürlich. Weil alles so eine Konsumware ist, die Wertigkeit sinkt, du wirst ja zugeschissen eigentlich jeden Tag. Ja, das Problem ist, jetzt kommt eine Firma her und sagt, boah, ich will das Bild von dem und dem Spot haben und du sagst, es kostet 1000 Euro, nur ein Beispiel. Ja, viel zu teuer und wir würden das im Magazin drucken und wir nennen auch deinen Namen. Dann sage ich aber, Name, das interessiert kein Mensch. Das bringt mir auch nichts, davon kann ich meine Miete nicht bezahlen, zum Beispiel. Gut, dann denken sie, ja, frag mal den Nächsten. Schauen sie in Instagram, Hashtag Alpsee zum Beispiel, sehen dann, fragen den. Der ist halt so ein Hobbyfotograf und freut sich voll und denkt sich, ja geil, endlich mal eine Veröffentlichung. Macht das umsonst.
schon haben sie gewonnen. Und da geht es gar nicht darum, Menschen abzuzocken oder so. Oder, ich meine, das sind immer meistens die großen Firmen, die eigentlich Geld haben und die können sie auch absetzen irgendwo, oder weißt, die haben ja dann davon auch was. Ja. Da geht es eigentlich nur ums Prinzip, weil ich denke mir so, diese Arbeit dahinter, die ist halt schon aufwendig und halt auch muss auch irgendwo bezahlt werden. Ja? Schon, ja. Weil man bekommt eh nicht das, was es wert wäre. Nein. Das wäre unbezahlbar, aber halt. Stell dir mal vor, muss schon passen, du irgendwie. Hast so einen Stundensatz, ja, Stundensatz X. Sagen wir einfach mal, du hast als Selbstständiger einen Stundensatz von 50, 60 Euro, musst ja mindestens die Hälfte davon schon wieder runterrechnen wegen Steuern und so genau. weiter. So, ja, also jetzt nicht denken, dass man hier irgendwie, vor allem auch nicht durchgängig, jeden Tag 8 Stunden 60 Euro verdient. So ist es halt auch nicht, sondern wenn man einen Stundensatz von 60 Euro hat, dann verdient man den halt, wenn man einen Auftrag hat. Ja, bedeutet, ich habe, also das ist ja bei jedem ein bisschen unterschiedlich, die Auftragslage, aber man hat nicht jede Woche 5 Tage 8 Stunden Aufträge. Wann hat man das? So, also genau. die meiste Zeit als Fotograf verbringt man ja eigentlich im Büro, bearbeitet entweder Bilder, plant irgendwas. Macht Akquise. Also das sind ja irgendwie so 80-85% irgendwie so, ne? Und ja. die restlichen 15% sind dann wirklich die Sachen, wo man dann Geld verdient. Und von daher, da schlucken immer die Leute am Anfang so, wenn man gefragt wird, ey, was kostest du denn, wenn ich jetzt irgendwie ein Shooting bei dir buchen möchte oder so? Da sind die Leute, das kostet übrigens auch nicht 60 Euro die Stunde, muss ich jetzt auch mal dazu sagen. Aber da sind die Leute immer ganz schockiert. So, dass sowas halt auch dann Geld, also wirklich Geld kostet. Ja. Also wenn ich bei Heinz Müller Fotografie im Ort so, also das, wenn jetzt jemand Heinz Müller heißt, sorry, es ist ein Beispiel, aber ihr wisst, was ich meine, da kann ich halt Passbilder für 15 Euro bekommen, aber das ist ja dann auch so ein fertig aufgebautes Setup, wo du dich dann reinsetzt für 2 Minuten und dann wird mit so einer Standardausleuchtung musst du dann in so einer Passform irgendwie dein ohne Lächeln, ja, und dann kriegst du da am Ende so 4 so eine Mini-Fotos und das war's dann. Dafür ist in 15 Euro okay. Aber wenn ich sowas ganz Individuelles haben möchte, so, ne? Wenn, Bewerbungsfoto, was weiß ich, ne? Ja, dann kann ich doch nicht erwarten, dass sowas dann irgendwie 15, 20 vor Euro allem kostet. Mit den Jahren hast du ja auch Erfahrung, oder? Und die Erfahrung, du musst ja dann auch gucken, dass eben zum Beispiel das Bewerbungsbild, dass es gut ausschaut, weil wenn es jetzt nichts wird mit der Bewerbung und dann kann er vielleicht sagen, ja, es liegt an dem Fotografen, weil die Bilder nicht gut geworden sind. Deswegen musst du ja auch dann gut sein und performen. Und dann kommt ja in den Jahren die Erfahrung dazu und das ist ja auch was wert. Berufserfahrung ist natürlich unbezahlbar eigentlich so gesehen. Auf jeden Fall. Weil, ja, wenn du 10 Jahre Erfahrung hast und einer macht das neu, dann bist du auf jeden Fall schneller und weißt, wie du es machen musst, wie du rangehen musst als jetzt ein Neuling. Deswegen ist der Preis dann schon gerechtfertigt. Auf jeden Fall. Weißt du, was mir noch einfällt, was wir noch machen wollten? Nein. Wir wollten deinen Fotorucksack uns nochmal angucken. Du wolltest noch dein Equipment zeigen. Das haben wir gestern Abend besprochen. Ja, können wir dann mach mal. Ja. Ja, was habe ich dabei auf dem Berg? Das ist immer unterschiedlich, was ich vorhabe. Aber im Prinzip 2 Kameras, also 2x Bodies, in dem Fall 2x Sony A7II und A7III. Dann einmal 28-75mm, ein 15mm Weitwinkelobjektiv, sehr lichtstark, ein 24mm Objektiv und ein Weitwinkelobjektiv 17-28. Ich habe gewusst, wir wollen die Milchstraße fotografieren, das heißt, ich habe gewusst, ich brauche 2 lichtstarke Objektive. Jetzt fragt sich der eine oder andere, warum 2 Kameras? Es ist eigentlich immer so, zu 90%, ich mache immer mit einer Kamera einen Zeitraffer und mit der anderen will ich halt so fotografieren. Heute habe ich nur eine gebraucht, egal, passt auch, bisschen Training. Was habe ich noch dabei? Stativ natürlich, meistens 2 Stück, heute nur 1, war ein bisschen faul. Dann habe ich eine Powerbank dabei, ein 2. Handy, damit ich meine Zeitrafferkamera steuern kann quasi. Stirnlampe natürlich, Zeitauslöser, Fernauslöser, Ersatzakkus, heute einen Drehteller und natürlich warme Klamotten, die ich jetzt alle anhabe, weil es war kalt. Und in Summe komme ich meistens natürlich zwischen 10 und 15 Kilo Gepäck. Was muss man noch mitnehmen? Empfehlenswert wäre Ersthilfeset in den Bergen. Das habe ich meistens nicht dabei, weil ich es immer vergiss. Genügend trinken, Regenjacke und ja, das war es eigentlich. Also eigentlich gar nicht so viel, aber es summiert sich halt dann doch. Genau, und das habe ich dabei meistens. Und immer halt, meistens habe ich auch noch ein Super-Tele dabei, entweder das 70-200 oder 100-400, wenn ich zum Beispiel einen Vollmond fotografieren will. Und das kommt dann immer darauf an, hat auch mit meiner Planung zu tun, wenn ich jetzt was machen will, dann muss ich auch überlegen, was brauche ich für Objektive oder für Kameras. Es gab auch schon Momente, da hatte ich dann 3 oder 4 Kameras dabei und dann wurden auch alle 3 oder 4 Bodies eingesetzt, um Zeitraffer aufzunehmen. So kann ich quasi 2 Zeitraffer gleichzeitig machen und mit einer noch fotografieren. Genau, so ein kleiner Einblick in meinen Rucksack. Wo ich noch irgendwie kurz darauf zu sprechen kommen wollte, ist dein Bildbearbeitungsstyle, weil ich schon finde, dass der sich so ein bisschen
absetzt von dem, was man so gewohnt ist in der Landschaftsfotografie, würde ich sagen. Weil es einfach nicht so, es ist sehr viel ruhiger. Es ist ganz oft nicht so überdramatisiert, wie es halt so gerade so populär ist, so Farben richtig angeknallt und so und scharf von vorne bis hinten, sondern du hast da eher irgendwie so einen looseren Ansatz. Irgendwie. Also mein Ansatz ist eigentlich so, ich möchte, das ist, ich bin auch ein bisschen bearbeitungsfaul. Okay. Ich tue mir manchmal echt schwer, das Bild so zu bearbeiten, dass es mir gefällt, dass es so für mich ausschaut, wie es war. Mhm. Also ich will immer so natürlich sein, wie es geht. Passt nicht immer, ja, das funktioniert nicht immer. Das ist so mein Ansatz, die Natürlichkeit. Und anscheinend ist auch dieses Feedback von den anderen, von Menschen quasi, die, wenn die Bilder betrachten, dass denen gefällt, dass wenn die Bilder natürlich sind. Mhm. Also nicht übertrieben, nicht viel Photoshop, einfach so, wie es halt ausschaut. Das ist gut, das freut mich, weil das will ich auch erreichen. Dass quasi, wenn die das Bild anschauen, einfach so, das quasi so im Kopf haben, wie es ungefähr, also wie es ausschauen würde oder ausschaut, also wie es halt in echt ausschauen würde oder ausschaut, wie auch immer. Und das ist mein Ziel. Und ich bin ja nicht, ich meine, manche Sachen muss man ein bisschen Photoshop bearbeiten oder halt Milchstraßenbilder zum Beispiel. Die Milchstraße ist anders belichtet als der Vordergrund, ist einfach physikalisch nicht möglich, weil die Kamerasensoren doch irgendwo limitiert sind. Da muss man Photoshoppen, aber auch dann so, dass es halt natürlich ausschaut. Ja. Und nicht den Vordergrund so auffällen, dass es einfach nur noch nicht gut aussieht, halt nicht passt. Und ich finde zum Beispiel so krasse Photoshop-Bilder schön zum Anschauen und finde es auch krass, wie man sowas machen kann oder wie viel Arbeit dahinter steckt, aber es ist nicht meine Welt. Und ich mag es halt gerne natürlich. Aber würdest du nicht tatsächlich schon sagen, ich meine, das Auge, wenn wir irgendwas anschauen, dann ist es ja eine ziemlich dynamische Geschichte. Sprich, gucke ich auf den Vordergrund, ist der Vordergrund scharf, gucke ich in den Hintergrund, ist der scharf. Und der Himmel ist richtig belichtet, in Anführungszeichen. Ne? Theoretisch ist es ja tatsächlich eigentlich näher dran an der menschlichen Wahrnehmung, wenn ich tatsächlich quasi nicht bearbeitungsfaul bin. Das stimmt, ja. Aber anscheinend, ich weiß nicht, wirkt es nicht so auf die Menschen, also auf die meisten Betrachter. Ja. Ja, es ist halt immer so, jeder hat ja seinen eigenen Geschmack. Ja. Und so ist es ja bei den Betrachtern auch. Manche finden das halt gut, manche finden das gut. Und ich finde das immer so schade, wenn gerade in so Foto-Communities wird dann immer so darüber diskutiert, das sieht blöd aus, das hast du falsch gemacht. Ich finde, in der Fotografie gibt es kein richtig und kein falsch. Man kann ein unscharfes Bild machen, so, das, da hast du falsch gearbeitet. Ja. Ja, aber wie ich jetzt einen Bildaufbau mache, das, also klar, da gibt es auch Grundregeln, wo man sagt, aber die kann man auch immer wieder brechen, was gut fürs Auge ist und so weiter, aber trotzdem gibt es ja auch Leute, die was anderes schön finden oder die halt auch knalligere Farben schön finden und die anderen mögen es mehr entsättigt. Und mehr Kontrast, weniger Kontrast. Diesen moody Look auf Instagram feiern irgendwie im Moment alle. Ja. Und Orange and Teal war mal ganz aktuell. So, ne? Da hat jeder Orange and Teal gemacht. So. Und das hat ja aber überhaupt nichts mit der Realität zu tun. Und trotzdem ist es ja, haben viele daran Gefallen gefunden und es hat sich auch gut vermarktet. Aber ich finde, wenn du sowas sagst, musst du klar unterscheiden zwischen handwerklicher Fotografie und das, was wir machen, würde ich schon eher so zwischen Handwerk und Kunst irgendwo einordnen. Ja. Weil, also es gibt schon ein paar Sachen, die falsch sind. Also ich meine, ein Porträt macht man halt, wenn es jetzt darum geht, dass es einen bestimmten Zweck erfüllt, macht man halt auf eine bestimmte Art und Weise. Ne? Klar gibt es da verschiedene Ansätze, wie man da rangeht. Aber also ich finde schon, so ein paar Sachen muss man, finde ich, schon beherrschen, bevor man sich Fotograf nennen darf. Nee, es geht mir jetzt auch gar nicht unbedingt um die Skills von dem Fotograf. Es geht mir eher darum, wenn er etwas Bestimmtes aus seiner Perspektive so oder so machen. Ausdrücken will, ja. Okay, ausdrücken klar. möchte, genau. Wieder auch Kameraeinstellungen. Wenn wir jetzt ein Bild mit Blende 2.8. Genau, die einen mögen es offenblendig mehr, die anderen mögen es halt mehr mit geschlossener dann kommen Blende. Dann so. Kommen halt schon manchmal so Kommentare oder so Anmerkungen, aber dann sind ja die Ecken gar nicht scharf. Es gibt Objektive, wie das Sony 24 Teamaster, das ist bei offenblende bockscharf, also bei 1.4 überall. Ja. Und wenn das der Fall ist und ich fotografiere nachts die Milchstraße und habe wenig Licht zur Verfügung, dann mache ich das. Natürlich bei Blende 2 ist es vielleicht ein Ticken schärfer, aber wenn es bei 1.4 ausreicht, dann ist es mir wurscht. Im Prinzip zählt das Ergebnis. Ja. Und das muss passen, von der Qualität, sowie auch vom Bildaufbau, von allem drum und dran. Ja. Deswegen, es gibt da kein, wie du schon gesagt hast, kein richtig und falsch. Und es gibt immer mehrere Wege ans Ziel. Und definitiv. Einfach das Ergebnis zählt im Prinzip. Definitiv, so sehe ich das auch. Wichtig. Ja. Wenn du es halt, ich finde, du musst es halt dann schon auch so verkaufen können,
dass es deine Intention war, das so gemacht zu haben. Klar, ja, das schon. Aber ob jetzt Blende 5, 6 oder Blende 4, das spielt, glaube ich, keine Rolle. Nein. Aber das ist doch eigentlich ein schönes Schlusswort an der Stelle, auch für euch Zuschauer. Fotografiert so, wie ihr das möchtet. Lasst euch nicht zu sehr reinreden. Es ist natürlich immer gut, Kritik anzunehmen. Die Frage ist immer, von wem kommt die Kritik und wie wird die Kritik auch geäußert? Und lernt von den Leuten, wo ihr selber sagt, die Fotos finde ich cool. Und dann kann man seinen eigenen Stil auch irgendwo entwickeln. Ne? Das ist das Wichtigste eigentlich. Ja, danke erstmal, dass du dir die Zeit genommen hast, mit uns hier rauf zu wandern und mit uns hier zu quatschen. War richtig cool, ja. Sag auf jeden Fall mal noch deine Social-Media-Kanäle an. Das ist ganz wichtig, dass die Leute dich auch mal verfolgen können. Ja, also wenn ihr mehr von mir sehen wollt, dann auf Instagram heiße ich Karamanschi oder einfach Erin Karaman eingeben und auf Facebook einfach Erin Karaman Fotografie. Oder ganz klassisch auf der Homepage www.erinkaramann.de. Wir blenden das dann hier. Ja, genau. Das wird alles so ganz schön eingeblendet. Würde mich freuen, wenn ich den einen oder anderen dort sehe. Wenn nicht, auch kein Problem. Schaut einfach vorbei und ja, viel Spaß. Ja, und für uns ist es natürlich jetzt so die erste Folge gewesen in diesem neuen Podcast. Wir haben noch nicht mal so ganz hundertprozentig irgendwie uns einen Namen ausgesucht. Also wir sind bei einem hängen geblieben im Fokus. So werden wir diesen Podcast jetzt auch erstmal nennen. Wir hoffen, es hat euch gefallen und uns würde auch mal interessieren, wen ihr gerne als nächstes so als Gast bei uns sehen würdet. Das könnt ihr gerne mal unten in die Kommentare schreiben. Wir sind da sehr auf eure Meinung gespannt. Wir haben schon so ein paar auf der Liste und wir haben auch schon mit ein paar Leuten natürlich Kontakt gehabt. Aber trotzdem zählt natürlich auch eure Meinung. Und ansonsten würde ich sagen, danke fürs Zuschauen. Kanal abonnieren. Richtig. Glocke aktivieren. Geil, wollte ich schon immer mal sagen. Ja, super, ne? Genau. Das könnt ihr auf jeden Fall auch tun. Und ansonsten würde ich sagen, sehen wir uns dann hoffentlich beim nächsten Mal wieder. Danke fürs Zuschauen und viel Spaß beim Fotografieren und Bildbearbeiten. Ich bin in Bayern, in den Allgäuer Alpen. In den Allgäuer Alpen, so rum. Okay. Ey, das wird nie was. Es wird eine kurze Nacht, also eine lange, eine kurz, also ohne Schlaf. Sicher? wir sind so. Okay, ganz gut. Wahrscheinlich mitbekommen, dass wir nach dem Aufstieg direkt erstmal die Milchstraße fotografiert haben, weil wir so ungefähr. Was? Entschuldigung. Okay. Wir sind jetzt fertig mit dem Fotografieren, denn. Mann, ey, ihr müsst euch doch nicht die ganze Zeit angucken dabei. Okay. Okay, ich hab's gleich. Hochgekommen. Ich glaube, wann waren wir da? Um Viertel nach drei oder so. Jetzt, Mann, Alter. Okay, warte. Ja. Hallo zusammen. Als erstes in diesen Podcast eingeladen haben, seht ihr gleich. War das schon ein Test eigentlich? Ja, keine Ahnung.